So, guten Abend, der Marc vom Pierce Studio Wien mal wieder hier und wir haben jetzt die Lisa. Komm mal rein zu mir. Hi, grüß Hallo. Dich. Lisa ist eine YouTube-Kanal-Guckerin. Und finde ich cool, auch viele gucken den Kanal und sagen, ich will nicht gefilmt werden. Und andere sagen, nö, was brauchst du aus mir rausfilmen? Das ist eine coole Sache, wenn man das mal konsumiert, dann auch was zurück für die Community. Cool. Hast du auch einen YouTube-Kanal? Nein. Das musst du dann machen, ne? Ja. Zumindest ist es cool, wenn man einen YouTube-Kanal hat, dann kann man nämlich den Leuten folgen und so. Und ja, dann machen. Ich brauche ja viele Follower, also cool, wenn du folgst. Okay, am besten klappe ich mal hier vor den Spiegel. Also, Lisa, was wir machen ist, wir werden immer im Stehen vorbereiten, anziehen, desinfizieren. Wir machen ein Bauchnabelpiercing und dann werden wir im Liegen das Ganze natürlich stechen und einen Schmuck reinmachen, okay? Ja. Hast du eine Wunschfarbe? Ja, weiß. Weiß. So, also es gibt weiß, rosa, hellblau, wir machen einen weißen Stein, das ist echt ganz, ganz schön. Gut, so, ich will mal die Kamera ein bisschen tiefer nehmen. So, dass man wieder was sieht. Ich baue das mal kurz nach. Ich schau. So, Lisa, wir werden jetzt mal im Stehen, also wie gesagt, vorbereiten. Ja. Du ziehst das Leiber ein bisschen hoch. Perfekt. Noch braucht man dicke Pullis. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen ändern. Denn Ostern steht ja vor der Tür. Mhm. Kann natürlich sein, wenn ihr das Video seht, ist es nach Ostern. Wir haben ja so viele Videos, dass wir gerne mal alle ausstrahlen können gleichzeitig. Ein bisschen nebenher aufdrücken. Der Bauchnabel ist aber hier super, also von da perfekt schön offen. Die Hosenhöhe ist ein bisschen, also wir werden sie den Knopf wahrscheinlich auch mal ein bisschen nach innen schlagen, ja, weil du natürlich bei High-Waist-Hosen immer die Gefahr hast, dass du natürlich am Anfang beim Sitzen oder so einen Druck drauf kriegst. Und das ist immer blöd, da tut man sich dann nicht weh und das Piercing kann auch nicht so toll rein. Also mein Tipp ist wirklich, die nächsten zwei Wochen No Waste oder eine Leggings oder sonst was. Danach geht es wieder ganz normal. Soll ich schon? Ja, bitte. So. Okay, Hände mal hängen lassen. Gut. Ist der Kitzel hier im Bauchnabel? Wir hatten letztens eine Kundin da bei YouTube, das war voll lustig. Die hat das Video schon gesehen, die hat diesen Tätowierung gesehen. Ja, voll, habe ich schon gesehen. Ich meine, ich sage, es war ein Rotkehlchen, und andere sagen, ein Vogel einfach. Mhm. Und oh, die war so kitschig. Die hat sich wirklich so zusammengerissen. Auch die haben davor, das ist schon vor, so ein bisschen kurz gequatscht und habe ich zum Spaß so gemacht, da hat sie die schon fast umgefangen von daher. Das ist teilweise echt mühsam, wenn jemand so wirklich so ist, weil wir dann die Punkte und so gar nicht. Da müssen wir echt aufpassen, dass die Leute beim Anzeichnen nicht schon fast schon, ja, sich so stark bewegen, dass ich gar keine kleinen Punkte mehr. So, 10 mm Stichlänge. Klassisch. Da oben am Ohr ist der ein paar, aber die waren größer geworden. Die Kronen werden heute stecken lassen. Spannend. Warum warst du da? Meine Cousine lebt dort. Cool. Hast du irgendwie auf Kronen gehört? Nein, mein Onkel arbeitet bei einer Firma und sie muss dann. Der ist ein Drogenboss oder was? Nein. Der ist eine Villa mit den bewaffneten Leuten. Cool. Nicht so? Schade. Ja, cool. Also, wie geht's Kolumbien so? Ja, eigentlich ja schön. Und da gab es Pirsingstudios. Vielleicht mal eine Reise wert für mich, wenn wir in der nächsten Reise nach Pirsingstudios nach Kolumbien gehen. Ja. Schau es dir mal im Spiegel kurz an. Also, was wir sehen, ist einerseits dein Brustbein hier. Das spüre ich natürlich. Da gehen wir gerade runter. Du bist recht mittig. Hast also von der Wirbelseite keine Schiefstellung. Und unten drin kommt es hier wieder raus. Ja. Ja? Das wäre eigentlich jetzt mal ganz klassisch für Nabelpiercing. Ja. Ja? Stichlänge ist 10 mm. Ja. Und du hast gesagt, du wolltest welche Steinfarbe? Weiß. Klassisch. Ja. Oben und unten oder nur oben? Nur unten. Wie viel kostet es denn dann? Also ein Glitzersteinchen kostet 5 Euro. Okay. 95, das heißt der Bellewicht. Wie schaut es denn mit? So, also das jetzt beide? Oder halt nur oben? Was findest du jetzt? Mit beiden oder nur unten? Das ist euch mal, also wir können sich oben und unten machen. Ich finde es auch. Mhm. So. Oder eben so. Weißt du? Ich finde das oberisch. Na, ich weiß nicht. Hm. Also aber so. Glitzerprinzessin bist du natürlich mit oben und unten. Ja. Ja?
Du sagst nur, ja, aber also manche ist auch zu viel. Ich persönlich finde es cool mit zwei Stück. Ja, dann mache ich es mit zwei. Das ist jeder, wie er will. Ich hab... Ja, dann nehme ich beide. Dann bist du beide. Du bist Cheerleaderin. Ja. Aber du bist nicht Flyer, oder? Nein, ich bin Base. Du bist Base. Aber jetzt mal gefällig, wenn die so wieder einschlagen, oder? Ja. Die Mädels da. Also, wir haben es nämlich gerade gehabt mit ihren Piercings. Du musst immer rausziehen. Ja, nein, also oder? Beim Cheerleading gehe ich mit meinem Tape drüber. Mhm. Und dann bei Meisterschaften muss ich es halt rausgehen. Ja, gut, klar. Du darfst nicht gleich wieder verletzt werden. Ja, gut, okay. Aber da haben wir gesagt, Klicker. Ich zeige dir gleich mal, was die Klicker aussehen. Das ist nicht ganz cool zum Dings. Wally? Ja? Kriege ich mal kurz noch zwei Klicker? 1,28, ich zeige dir das. Weil wenn man sowas laufend rein und raus tun muss, dann ist es natürlich echt angenehm, wenn man einen Schmuck hat, der da mitspielt, weil so mit den offenen Ringen. Ja, ich habe mir gedacht, das ist eh das, was sie mir reingegeben hat, damals. Die Ringe? Ja. Ja, okay. Habt ihr nicht gehört, der Ringe stechen ist nicht so toll. Danke, Valentina. So, das sind Klicker und die kann man eben so, ich zeig's dir dann nochmal, aufklicken. Ja, und das ist das Coole, dass man sowas natürlich auch voll easy wechseln kann. Also im Endeffekt klickst du die nur so zu. Ja? Okay. Und dann hast du quasi geschlossene Ringe. Das ist schon echt cool. Das ja, gibt's auch mit einer kleinen Kugel, wenn du das lieber möchtest. Wobei eigentlich momentan das Style, das weißt du mal, eben so in ihren ganzen Segmenten. Wie viel kostet deine? So ein Ding kostet 12,95 Euro. Okay. Ich überlege mir noch das Spiel. Ja, musst du nicht, ich denke mal, dass du mal siehst. Das ist echt lässig. Ja, das ist lässig. So, dann Pflegeanleitung soll ich dir gleich erklären oder nachher? Okay, machen wir nachher. Dann legen wir die Mail und stechen im Liegen. Los geht's. So, dann packen wir mal noch den Schmuck aus. Also, da ist jetzt so Stein. Ich sag so ein Helix-Piercing. Du hast ja wirklich mal echte Helix-Piercings. Die müssen wir nachher nochmal in der Nachaufnahme zeigen. Weil wir immer das Thema des Helix und Fonsch. Das Lustige ist, wolltest du die auch wirklich so haben? Also eigentlich, naja, also ich finde es mittlerweile eigentlich eh recht schön, wenn man den Ring halt mehr sieht von der Seite. Aber es ist eigentlich ein Konsch gewollt quasi. Ja, aber es ist noch kein. Ja, klar, aber. Es ist. Ja. Bei mir ist es so, bei mir kommen wirklich bis zu seit den Videos ist es besser. Aber die ganzen Jahre war es immer so, dass die Leute eigentlich gekommen sind und gesagt haben, ja, hey, ich will ein Helix-Piercing. Da habe ich gesagt, du, okay, alles klar. Bist du sicher? Ja, ganz sicher, fix Helix-Piercing. Und dann haben wir ein bisschen Aufklärung gemacht, dann in so einem Gummiohr sagen, was ist jetzt was? Und dann sagen, ich will doch einen Konsch. Und es ist echt mal lustig, dass jemand quasi ehrlich gedacht hat, ich kriege einen Konsch und kommt dann aus Kolumbien mit zwei Helix-Piercings zurück. Ja, aber ich habe das da unten, das habe ich auch versprechen lassen, aber das hat mir gerade nicht gesprochen. Ich habe alle drei. Ja. So, jetzt. Aber auch die Frage, was das Schwierig ist, ich würde sagen. Und? Das schau. Das hat sie vergessen? Ja, genau. Oder nachdrücken. Ladung, Sauna und Schwimmen gehen muss man 3 Wochen nicht. Wenn die Sonne wieder rauskommt, natürlich darf man sich dann in die Sonne legen. Im Bauch darf man sich halt nicht verbrennen. Also man darf jetzt nicht irgendwie 8 Stunden in der Sonne brauchen. Ist zwar eher noch nicht der Fall, ich sag's nochmal, das Frühling kommt ja dann. Da muss man aufpassen, gerade am Anfang, wenn es ein bisschen noch frisch ist. Spät ist. Wow, sieht cool aus mit den 2 Steinen. Hast du schon gesehen so ein bisschen? Ja. Ja, ist cool. So, dann werde ich ihn mal ganz kurz hochfahren und möchte mal ganz kurz noch schnell seine. Ich fühlst du dich, alles okay im Kreislauf? Dann darfst du, wenn du magst, dich schon mal hinstellen. Ja. Schauen wir uns das Stehen mal an. Danke. So, da ist es. Sieht man's? Ja, du musst schon zurückgehen, dann sieht man es eigentlich besser. Ja, perfekt. Und es glitzert schön mit 2 Sternchen. Ich finde es sehr, sehr cool. Ist auch cool. Und wirklich schön gerade. Gut, das ist bei mir, sage ich mal, Ehrensache, aber trotzdem. Komm mal einen Schritt näher, dann können wir mal ganz kurz dein Öhrchen zeigen. So, da sieht man es wirklich, bei dir ist es wirklich als Helix gestochen. Es kommt wirklich seitlich raus. Also eben nicht hinterm Ohr wie das andere. Das ist wirklich ein Konsch, wobei, das ist schief. Sieht man richtig, wie schräg das steht. Kann man richtig im Video erkennen. Gut, das lässt sich wurscht, aber das sind wirklich mal Helix-Piercings. Also, Pflegeerklärung wollte ich dir noch geben. Ja. Zweimal am Tag reinigst du. Ja? Erster Schritt sollte sein, dass du deine Hände desinfizierst und wäschst. Dann nimmst du bitte ein Konservinspray, sprühe 2-3 Sprühe wirklich auf den Bauchnabel gründlich drauf. Und dann nimmst du zum Reinigen eine Küchenrolle. Mit der Küchenrolle tust du hier oben und hier unten das bisschen putzen.
bitte nicht unten drunter gehen, also nicht den Nabel so nach vorne schieben, sondern einfach diese Nabelfalte so ein bisschen auskürzen. Keine Wattestäbchen, einfach bewegen, fusseln. Dann nimmst du Pondolint Gel, da reicht ein kleiner Tropfen auf den Finger, das schmierst du mir schön hier oben und unten ins Piercing ein und dann tust du den Stab sanft hin und her bewegen. Dadurch kommt das Gel auch in den Stichkanal rein. Wir machen das die nächsten 3 Wochen zweimal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag. Insgesamt 6 Wochen. Ja. Und in 6 Wochen wechseln wir aus auf einen kürzeren Stab. Okay. Ich würde jetzt ein Pflaster drauf kleben, weil du das, da ist mir das, ja, diese Struktur, möchte ich, dass da irgendwas abfusselt. Ja. Normal mache ich Pflaster nicht immer drauf, weil Pflaster kleben auch oft und Sachen können nicht so atmen. Aber in dem Fall machen wir mal kurz ein Pflaster drauf. Das lässt du dann nur drauf, bis du daheim bist. Ja? Okay. Wolle auf nackter Haut bitte nicht, das heißt, du bist eben. Und welche Sport? Also Cheerleading? Ja, generell auf Fitnessstudio oder so. Naja, Fitnessstudio ist kein Problem. Also okay, wenn du normale Sport-Fitness machst und jetzt irgendwie dich da nicht zu Tode sporten, ist das kein Problem. Was du nicht machen solltest, wäre Sachen, die gefährlich sind, also gerade Cheerleading. Das sollten wir jetzt ein bisschen lassen die nächsten Tage, so dass ich mal wieder auch mal wieder kann. Cheerleading will ich die nächsten Tage nicht machen. Ja, wir haben hast eben bitte Pause. Und wenn du Cheerleading Tape drüber oder sowas, aber klebt bitte das Tape nicht aufs Piercing selber drauf. Du hast ein kleines Putzelin oder die nächsten Pumpe dazwischen. Und ein normales Basic-Sportprogramm, das kann ich. Okay. Passt. Noch Fragen? Eigentlich. Super. Danke dir fürs Filmen. Danke. Danke euch fürs Zuschauen und liken, subscribe meinen Kanal. Ja. Bist du Follower schon? Ja, ich bin Follower. Super. Ciao, schönen Abend. Tschüss.